Hallo Freunde, hier ist wieder euer Röhnchen und willkommen zurück bei Pokémon Reborn. Es geht endlich weiter. Wir haben unseren vierten Orden bekommen, den Omen-Orden. Und es wird auf jeden Fall spannend, denn unsere Freunde wurden wieder mal entführt. Mal wieder. Diesmal von Team Meteor, die höchstwahrscheinlich mit diesen Dr. Siegmund Conan zusammenarbeiten. Ja, und wir wissen, der ist nicht gerade ein Menschenfreund. Deswegen sind wir direkt schon auf dem Weg. Ups, ich habe noch den Speed an. Sind wir auf dem Weg zum. Ach, wie heißt der Wort denn nochmal? Das gucken wir direkt nochmal nach. Zum Coal Ward, genau, weil es da einen Hafen gibt, denn wir müssen hierhin zur Apophyll Akademie, wo es auch eine neue Arena gibt. Und zwar die Kampfarena mit der Arenaleiterin Kiki. Denn von ihr bekommen wir die VM Stärke und die brauchen wir, um nun weiterzukommen. Das heißt also wirklich, wir haben wirklich den Großteil, also wir haben eigentlich die ganze Stadt jetzt schon mittlerweile erkundet. Wir waren hier im Barrel Ward, wir waren Lapis, Jasper. Hier ist der Eingang. Onyx Ward. Wir waren hier schon überall, also die ganze Stadt haben wir schon mal abgekaspert. Jetzt fehlt noch wirklich der See. Oh, hier gibt es noch eine Insel. Oh, das wird groß, das wird sehr groß. Der Beach. Pyrus Mountain. Oh, und um Berg. Damit hätten wir vielleicht so ein Viertel der Karte abgekaspert, wenn wir das erst fertig haben. Also es wird noch sehr, sehr viel kommen. Ihr könnt euch darauf freuen. Ich freue mich vor allen Dingen darauf. Denn jetzt wird es nochmal richtig, richtig spannend hier. Gut. Unsere Pokémon sind geheilt. Wir machen uns weiter auf den Weg. Und uns erwarten noch ein paar Trainerchen. Das war abzusehen. Deswegen hatten wir hier auch beim letzten Mal einen Cut gemacht. Gut, da kommt ein Nebulak. Dieses Nebulak hat Schwebe. Das heißt, Mudshot bringt nichts. Also gehen wir mit Lehmbrühe rein. Shadow Ball. Wie viel macht der? Das Ding ist auf 35. Wie das Gengar in der letzten Arena. Aber es ist nur ein Nebulak. Und kein Gengar. Litwick. Was ist ein Litwick? Oh, ein Lichtel. Ich möchte auch ein Lichtel haben. Skelabra ist eigentlich ein ziemlich cooles Pokémon. Ja, da kommen wir nochmal mit Lehmbrühe ran. Und das dürfte der Effektiv-Stab. Das Ding ist weg. Gut, gut, gut. Keine Trainerchen mehr? Gut. Gut, ist hier oben noch was? Nee. So, ich bin mal überlegen. Wir hätten hier mal eine Klatsche bekommen mit dem Fruyal. Jetzt sind wir aber deutlich stärker als das letzte Mal. Und ich denke, sollen wir es wagen, das Fruyal herauszufordern? Sollen wir es wagen? Wir wagen es, oder? Ah, natürlich wagen wir es. Aha, wir müssen dieses Dingens mitnehmen, dieses Charmian. Das nehmen wir mit. Dafür lassen wir Sumpex zu Hause, weil Sumpex wird gegen einen Pflanzentyp eigentlich gar nichts tun. Also die Revanche, die will ich jetzt haben. Doch, doch. Ja, bevor wir jetzt da weitergehen. Onyx kann genauso wenig tun, ne? Aber Onyx hat letztes Mal so eine gute Figur gegen das Ding gemacht. So. Wir werden mit Voltula leaden. Ganz einfach, weil ich das Ding paralysieren kann. Und danach sehr effektiv noch treffen kann.
So, den Text kennen wir schon. Wir zeigen das Charmion. Und Rematch. Jetzt kommt die Rache. Ich denke mal, jetzt können wir es besiegen. Hier kommt. Oh, wir sind schneller sogar. Donnerwelle. Das ist der Knuddler. Dürften wir aber überleben, oder? Überleben wir. Sehr schön. Und jetzt kommt Ampelleuchte. Sehr effektiv. Stab. Macht nicht die Hälfte, okay. War aber schon mal guter Schaden. Also jetzt mit einem Pokémon gewinne, war unrealistisch. Aber ist okay. Denn hier haben wir noch Pyroleo. Und Pyroleo kann den Flammenwurf. Und der könnte killen. Der killt. Damit haben wir unsere Rache bekommen. Nicht die beste Performance. Aber ein guter erster Schritt. Ja. Wir machen Fruyal zum Star des Zentralsalons. Okay. Boon Suite. Was ist ein Boon Suite? Das schauen wir uns gleich mal an. Ein Frubbel. Oh, möchte ich Frubbel trainieren? Möchte ich Frubbel anstatt Matidea haben? Beziehungsweise später ein Fruyal. Möchte ich aber nicht. Das werden wir aber noch. Das wird noch was dauern, die Entscheidung. Wo habe ich den Zumpex jetzt abgelagert? Da unten. Ach komm. Gegen das Charmian. Frubbel ist eigentlich ein cooles Pokémon. Gucken wir uns mal die Werte an. Es ist aber eher physisch offensiv, ne? Oh, die DV-Werte sind ja richtig mies. Und es kann von Anfang an Knuddler. Könnte von Vorteil sein. Naja, wir werden mal sehen, aber jetzt, wir behalten erstmal das Team, was wir haben. Heilen einmal unsere Pokémon. Und jetzt geht es weiter. Ja, entschuldigt, aber ich musste diesen Stopp nochmal machen, um einfach klarzustellen, wer hier die Hosen anhat. So, da sind wir schon im Coalward. Nur, wie kommen wir jetzt über den See? Hier ist ein Hafen. Ja, gibt es hier ein Schiff? Da ist Kane. Okay. Ich will mich hier mal ganz kurz ein bisschen umgucken. Kein Schiff oder kein Boot. Oder nix. Mal gucken, was Kane zu sagen hat. Hey, Oronchen. Ja, er hat die Passage da mit Erdbeben zerstört, damit die den halt nicht fangen können. Ja, das war halt. Ja, er hat halt nicht nachgedacht. Er hat einfach nur gehandelt. Ist okay, Kane, du bist entkommen, Mann. Ja. Heza and Shelly and Olsem, ja. Wir brauchen die Maschine von Kiki. Aber Kiki ist auf der anderen Seite des Sees. Das giftige Wasser zerstört jedes Boot.
Und kein Wassertyp kann hier surfen. Don't worry, Tavs. I got this. Er hat eine Idee. Come on, Mark. Oh, er hat ein S Alola Slimog mittlerweile. Cool. Sierra, oh, toss me. Fix it. Er. Okay. Er reitet auf seinen Alola Slimog. Ja, und jetzt. Ah, okay. Ich wollte schon fragen, wie geht's denn jetzt weiter? Emeria. Die hatten wir auch schon mal getroffen. Das ist auch eine Arena-Leiterin. Wasser, glaube ich, ne? Oh, hello, Röntgen. Was tust du hier? Du willst über den Zurin Lake? Ja. Normalerweise fährt eine Fähre von dem Apophyll Beach, aber dank dem giftigen Wasser kann das Boot nicht ablegen. Aktuell. Okay. Okay, sie hat mit AIM zusammengearbeitet. Blacksteam Factory up West Patriot. Gut, wir müssen dahin zum Patriot Ward und sie da treffen. Sie hat da eine Idee, wie wir den See überwinden können. Das heißt, jetzt wieder zurücklaufen. Ah, das ist jetzt ein Hin und Her. Ich mag das nicht. Das sind unnötige Laufwege. Ah. Ja, aber wie gesagt, das gehört alles zur Story. Das hat schon seinen Grund, warum wir hier hin und her laufen. Aber na, ich bin nicht der Freund davon. Das ist wirklich unnötiges Laufen. Aber okay. Wir sind ja gleich da. Die Factory meint sie nicht. Die haben wir ja schon mal gecrashed hier. Es gab hier aber noch eine Fabrik. Und zwar hier. Da ist sie sogar. Great. Ah, gut, du bist hier. Gut, jetzt brauchen wir eine Figur. Außerhalb dieses Platzes. Okay. Ja, was hast du vor? Bin gespannt. Okay, I think this is ich denke, wir können es hier an die Arbeit machen. Deliverance, I need you. Labras! Oh! Okay, Labras. Use. Oh, Kaskade und Eisbeam. Okay. Und damit macht eine Eistreppe. Perfekt. Schon. Oh, das ist cool. Das ist cool, dass sowas möglich ist hier. Oh, was haben wir denn hier oben noch? So. Hier haben wir nix, nix, okay. Wir gehen einfach mal rein. Oh, Team Meteor ist hier. Das heißt ja Doppelkämpfe und so, ne? Aber okay. Ein bisschen Training können uns schon mal nicht schaden. So. Team Meteor. Ich bin nicht wirklich überrascht. Ja, ne. Meteor. Help me out, Röhrchen. Ja, wir machen jetzt einen Doppelkampf. Bitte mal, ja. Ein Stuhlrak, das ist cool. Und ein Golbat. What the hell? Ja, das Labras ist 87.
Okay, die werden wir relativ spät treffen. Gut, ja, wir droppen Elektroball auf Golbat. Ganz einfach. Okay, sie will auch auf Golbat gehen und nimmt das Ding einfach instant raus. Ja, bei dem Level, wozu braucht ihr unsere Hilfe? Elektroball hat wirklich viel gemacht, ja. Also das ist lächerlich gerade, der Kampf. Der Kampf ist richtig lächerlich. 87. Das hättest du auch allein machen können. Sie ist zu stark. Ja. Wir müssen den Boss informieren. Gute Arbeit, Röhnchen. Jetzt müssen wir uns beeilen, bevor noch mehr kommen. Jo. Unsere Pokémon sind direkt geheilt, beziehungsweise mein Voltula. Was geht denn hier ab? Die Musik, gerade die Hintergrundmusik. Das ist hier Team Rocket, ne? So ein bisschen, so geremixed. Yeah, pretty. No, not already. Do you trust me? Yes, thank you. Abras, Ice Shard. Go, Orangchen, one! Yeah! Atlantica, help aus. Boah, die hatten Sidra King. Hoho. Schöner Name, Atlantica, dafür. Muss man zugeben. Alright, guys, let's go do this. Boah, die legt sich jetzt mit allen Team Meteor da an. Boah, krass. Was geht denn hier ab? Gone. Okay. Da kommen wir nicht weiter. Wir wurden zurückgedrängt, automatisch. Da konnten wir nichts tun. So, just see you again. Oh, das ist der Typ wieder. War der nicht der Boss? Hat er sich nicht als Boss geoutet? Goodbye. Oh. Okay. Wir sind voll in eine Falle geraten. Was ist das hier? Alter, ist das... Oh Gott. Das sind alles Käfige. Die haben hier gewildert ohne Ende. Oh mein Gott. Ja, das ist die dunkle Seite von Pokémon, ne? Okay, das Krakeno hat gerade das Abra hier aufgeweckt. Abra-tada. Okay. Das ist ein kleines Rätsel, wie wir hier rauskommen, ne? Oh Gott. Ja. Ich hoffe es irgendwie. Okay. Das resettet das nochmal, ne? Jetzt ist er wieder am Schlafen, ne? Ja. Wir haben einen Menschen gefangen. Ja. Du gehst nirgendwo hin. Ja, okay, das wollen wir mal sehen. Du kannst Rock Blast, okay. Yes. Hey, leave the Pokémon alone. Okay, der stört jetzt. Wir müssen Rock Blast woanders einsetzen, wo der uns nicht sehen kann. Das ist interessant.
Gut, wir machen Screech. Das Apra wacht wieder auf. Okay. Ditto ist woanders hingeportet worden. Wohin? Oh, ein kleines Rätselchen hier. Da ist es. Gut, der wird aufmerksam, sobald wir die Attacke einsetzen wollen. Okay. So, Ditto ist jetzt da. Okay. Wir. Oh, das Pummeluff ist weg. Okay. Ein kleines Rätselchen. Pummeluff ist jetzt da hinten. Und es schläft wieder. Oh, ich finde das cool. Ich finde das echt cool. Zwei Pummeluff. Das ist sehr interessant. So. Oh. Gut. So. Ups. So. Auf jeden Fall, das Pummeluff lässt das Apra wieder einschlafen. Krakelo macht das Apra wach. Okay. Wie kriegen wir... Und... Nein, nicht schlafen! Ich wollte nur gucken, ob das Apra reagiert. Gut, wir machen das Apra wieder wach. Hier ist noch. Set in the cage. Okay. Haben wir hier noch was, was wir anklicken können? Ah, schön. Immer solche. Das Rätsel ist an sich cool, ja, aber ich würde es begrüßen, wenn ich es doch verstehen würde. Das Apra ist wach. Das kann sich natürlich ja einschläfern da hinten, aber es wird uns ja nichts bringen. Where you want? Was kann Krakelo denn noch? Aha, okay. Hat Krakelo woanders hingeportet? Dahin. Okay. Ja, die Pokémon sind traurig im Käfig, ist klar.
Hier schläft man wieder ein. Oh, Commonwealth ist woanders. Okay, okay. Commonwealth ist jetzt hier. Ah, wenn er jetzt hier reagiert, könnte er jetzt auch einschlafen. Er ist nicht eingeschlafen. Okay, okay, okay. Wir müssen ihn irgendwo in der Nähe hinbringen, wo der auch einschläft. Nicht wahr? Oh, das ist wieder so ein Rätsel, Mann. Oh. Ich denke mal, das ist so ein Rätsel, war echt per Zufall nur. Gut, ich muss immer dieses Abra ansprechen, damit ich immer teleportieren kann. So viel habe ich ja schon mal verstanden. Wieder ansprechen. Teleport. So. Wieder ansprechen. Teleport. Zack. Genau dahin wollte ich den haben. Dann wieder ansprechen. Teleport. Gut, gut, gut. Ich hab's jetzt kapiert. Was, wenn ich jetzt den Workblast. Workblast kann ich nur hier einsetzen, okay. So, was ist, wenn ich jetzt hier singen lasse? Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Ah, okay. Okay, das Ditto verwandelt sich immer in ein Pokémon, was da, Gut, jetzt muss ich noch rausfinden, welche Rolle die anderen Pokémon hier haben. Ah. Das wird gar nicht so einfach. Ei. Eieieiei, das ist halt wieder ein Rätsel hier. Oh, der ist wegteleportiert. Was passiert denn jetzt bei den anderen Pokémon hier? Was passiert denn bei den Dooflore? Wenn ich das zum Ditto schicke. Passiert nix. Okay, jetzt können wir eigentlich ein bisschen ausprobieren. Wieder Ditto. Abra meine ich. Dann schicken wir mal das Kilo dahin. Okay. Kein Effekt.
Interessant, interessant. Ditto you close combat. Oh, Ditto ist frei. Ja klar, wir nehmen Ditto mit. No. Okay, damit haben wir schon mal ein Ditto gefangen. Und wie das Rätsel hier weitergeht, das werde ich vielleicht reinschneiden. Das sehen wir beim nächsten Mal, ganz einfach. Und beim nächsten Mal werden wir hier die Factory noch mal ein bisschen weiter erkunden. Gut, falls es euch gefallen hat, wäre ein Däumchen sehr nett von euch. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen sehr schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Aurinchen.